Das ist ein neuer internationaler Studierender an der Universität Stuttgart. Um es leichter zu machen, könnten wir ihn Remy nennen. Remy ist, natürlich, nur ein fiktionaler Charakter. Sein Name könnte anders lauten, er könnte von überall sein und natürlich könnte er auch ein anderes Geschlecht haben. So, nun aber zurück zu unserer Geschichte. Remy bereitet sich darauf vor, nach Deutschland zu reisen und sein Studium an der Universität Stuttgart zu beginnen. Er selbst hat 10.000 Euro gespart, als er 2 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat. Als Geschenk für seinen Bachelorabschluss geben ihm seine Eltern 3.000 Euro und warme Kleidung für den kalten Winter in Deutschland. Remy ist endlich in Stuttgart angekommen. Er ist auf der Suche nach der richtigen S-Bahn-Linie, um zu seinem Wohnheim zu fahren. Zum Glück zeigt ihm eine nette Person den Weg. Remy ist sehr aufgeregt, in Stuttgart zu sein und glaubt, finanziell abgesichert zu sein. Er möchte mit seinen neuen MitbewohnerInnen die Stadt erkunden. Neue Leute kennenzulernen ist genauso wichtig wie zu studieren. Als die Vorlesungen beginnen, muss Remy viel lernen und er hat keine Zeit, um nach einem Nebenjob zu suchen. Es braucht Zeit, um sich an die neuen Lebensumstände zu gewöhnen und zu studieren. Er bezahlt seine Studiengebühren von 1.500 Euro pro Semester und er benötigt zusätzlich noch ca. 860 Euro pro Monat für seinen Alltag. Dann braucht er noch ein paar Küchenutensilien, Dinge für die Universität und Bettwäsche, für die er insgesamt 300 Euro ausgibt. Mit einem Blick auf sein Konto erkennt er, dass er Geld für das nächste Semester sparen muss. Weniger als die Hälfte seiner Ersparnisse sind noch übrig. Es ist Remys 2. Semester. Er kennt sich aus und beginnt nach einem Nebenjob zu suchen. Allerdings steht in den Stellenanzeigen, die er findet, dass mittlere Deutschkenntnisse erwartet werden. Remy hat im Moment nur Anfängerkenntnisse, aber er lernt weiterhin Deutsch. Da er keinen Nebenjob finden konnte, beschließt er, seinen Urlaub abzusagen, um Geld zu sparen. Er hört auf, Geld für seine Hobbys auszugeben und isst nur noch selbstgekochte Mahlzeiten zu Hause. Am Ende des 2. Semesters ist er wegen seiner finanziellen Situation etwas besorgt, da er kein Geld mehr für seinen Alltag hat. Er muss sich Geld von seinen FreundInnen leihen und sie geben ihm netterweise 500 Euro. In seinem 3. Semester und dank eines Freundes hat Remy einen Nebenjob in der Paketzustellung bekommen. Er verdient ungefähr 450 Euro im Monat. Er kann nicht so viel lernen, wie er gerne möchte, aber sein Deutsch verbessert sich. Er hat noch kein Thema für seine Masterarbeit gefunden, weshalb er sein Studium um ein Semester verlängern muss. Remy geht zum Dezernat Internationales im IZ, um Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten zu bekommen. Die Beschäftigten begrüßen ihn auf Englisch, da sie Studierende aus aller Welt beraten. Er antwortet aber auf Deutsch, da seine Deutschkenntnisse mittlerweile viel besser sind. Remy muss mit seinen Verwandten sprechen, weil er am Ende des Semesters mit seinen Rechnungen spät dran ist. Sie leihen ihm 2.000 Euro. Remy ist jetzt in seinem 4. Semester. Er hat seinen Nebenjob als Paketzusteller gekündigt, aber er hat 2 neue Jobs. Als Assistent an einem Institut der Universität Stuttgart und am Wochenende hilft er bei Veranstaltungen. Zum Glück hat er noch Zeit, um an seiner Masterarbeit zu schreiben, da er sie an dem Institut schreibt, an dem er auch arbeitet. Remy bewirbt sich ebenfalls für ein Stipendium am Dezernat Internationales im IZ, bei dem er 300 Euro pro Monat für insgesamt 5 Monate erhalten würde. Remy hat einige Schulden am Ende des Semesters, aber er arbeitet hart, um seinen Abschluss zu bekommen, um seinen Freunden und seiner Familie das Geld zurückzubezahlen. Das 5. Semester beginnt mit tollen Neuigkeiten. Remy bekommt das Stipendium, für das er sich beworben hat. Er hatte Glück, denn nur 1 oder 2% aller Studierenden bekommen ein Stipendium. Durch das Stipendium, den Job als Assistent und durch seine Ersparnisse hat Remy genug Geld, um sich selbst zu finanzieren. So kann er seinen Veranstaltungsjob kündigen und sich darauf konzentrieren, seine Masterarbeit fertig zu schreiben. Zum Glück zahlen seine Eltern die Studiengebühren für sein 5. Semester. Die harte Arbeit zahlt sich aus und Remy bekommt seinen Abschluss. Er und seine Eltern sind sehr stolz. Er hat noch einige Kredite, die er abbezahlen muss, aber er hat seinen Job in der Paketzustellung zurück. Sogar in Vollzeit und auf Deutsch. Er kann nun seine Schulden zurückzahlen.
Remy möchte in Deutschland bleiben, um seine Karriere zu beginnen. Er geht zum Welcome Center Stuttgart, um Informationen zur Aufenthaltserlaubnis nach dem Abschluss zu bekommen. Sie beraten ihn auch, wie er Arbeit in Stuttgart finden kann. Nach einiger Zeit findet Remy endlich eine Vollzeitstelle, die zu seinen Qualifikationen passt. Bei der Arbeit erzählt er seinen Kollegen, wie er sein Studium finanziert hat. Ein Kollege erzählt ihm, dass seine Nichte auch an der Universität Stuttgart studieren möchte und ob er ihr einige Tipps geben könnte. Remy freut sich, dass er helfen kann und spricht über die seiner Meinung nach wichtigsten Themen. Erstens, du musst einen Plan haben, um dein gesamtes Studium zu finanzieren. Bitte verlass dich nicht darauf, später irgendwas zu finden. Zweitens, StipendiengeberInnen erwarten exzellente Noten plus andere Kriterien und nur sehr wenige Studierende erhalten Stipendien. Drittens, finanzielle Hilfen für bedürftige Studierende gibt es nur zeitlich begrenzt und für wenige Semester. Es gibt auch nur sehr wenige davon. Verlass dich nicht darauf, etwas zu bekommen. Viertens, Deutschkenntnisse sind sehr wichtig, wenn du nach einem Nebenjob suchst und natürlich für deinen Alltag in Stuttgart. Remys Zusammenfassung ist, sei dir der Kosten bewusst, bereite dich vor und dann auf geht's!